Was passiert, wenn Ray zu viel Langeweile hat und am OBS rumbastelt? Genau, er baut irgendeinen Bildschirm zusammen und guckt, ob das im Kampf funktioniert. Und das seht ihr jetzt mal live, was ich jetzt hier zusammengebastelt habe. Und ja, dementsprechend werden wir jetzt auch mal gucken, wie das im Kampf dann aussieht, wie sich das jetzt mal wirkt, wenn ich den Bildschirm so spaßhalber mal aufteile. So, jetzt überlege ich gerade mal, wie ich gegen meinen Gegner am besten vorgehe. Ich würde hier gerne eigentlich eine Trift-Zeppelin-Kombi machen. Mit Dementirus würde ich gerne öffnen. Trift-Zeppelin. Und dann Übergabe in Schlappohr, würde ich sagen. So. Das versuchen wir jetzt mal. An sich sieht es schon eigentlich jetzt schon richtig ulkig aus. Das ist eigentlich in der Mitte ideal geteilt. Boah. Jetzt müsste nur noch unser Gegner mitspielen. Und seine Pokémon endlich gewählt haben. So, na komm, wähl deine Pokémon. Ich will das endlich im Kampf in Action sehen. Na komm. Lässt sich aber ganz schön Zeit. Na endlich. So. Dann zeig mal, was du hast. So. Capri will mit dir kämpfen. Wir schicken erst mit dem Meteoros rein. Und knackhackt dagegen. An sich haben wir dadurch ein relativ gutes Matchup gezogen. Wir senken seinen Angriff. Dadurch ist ein wenig beeinträchtigt. Ich würde sagen, wir gehen direkt für den Abschlag. Auch wenn er vielleicht Rauhaut hat. Falls er jetzt wechseln sollte, dass wir auf jeden Fall schon mal einen guten Start hinlegen. Volltreffer war das sogar. Ja, Rauhaut und wahrscheinlich noch Beulenhelm, oder? Ja, das war klar. Das schnappen wir uns den Beulenhelm. Ach, das ist ein Tank-Knackrack. Ein Tank-Knackrack. Wahrscheinlich wirft er jetzt auch gleich Tarnstein oder so einen Rotz aus. Entschuldigung. So etwas aus. Das hat den Treffer nämlich sehr gut weggesteckt. Das hat kaum Angriff, das heißt, wir können eigentlich mit Drift Zeppelin locker reingehen. Und Demeteros stört das Gift jetzt eher weniger. Er ruft seinen Pokémon auch zurück. Und sein Tentantel kommt ins Rennen. Okay, Tentantel, würde ich sagen, brennen wir jetzt erstmal ein bisschen an. Setzen wir erstmal ehrlich drauf. Doppelbeulenhelm. Taktik. Okay. Warum nicht? So. Wird wahrscheinlich eh auf Ekelsamen gehen oder so. Ja, ich wechsle gerade wieder aus. Den Ekelsamen brauche ich jetzt nicht unbedingt mit als Mitnahme hier bei der Stafette. Sagen, wir wechseln fix aus und schicken wieder Demeteros rein. Auch wenn er jetzt halt vergiftet ist. Schutzschild, das war zu erwarten. Und er hat Überreste. Ich bin gerade überlegen, soll ich ihn vielleicht einfach die Überreste wegschlagen? Nee. Ich würde sagen, wir crashen einfach mal volle Kanne rein mit Erdbeben. Auch wenn er noch sehr, sehr hohe Verteidigung hat.
mit einem Step und Angriff und hartem Wesen sollten wir eigentlich relativ gut gegen klarkommen. Er könnte uns jetzt einen Ekelsamen an den Kopf werfen, ja. Aber er wechselt aus. Hat er jetzt Bedenken bekommen? Nein, er schickt Gengar rein. Hätte ich doch auf Abschlapp gesetzt. Mein Problem ist jetzt, ich bin ja auf das Erdbeben gebunden. Ich kann mir jetzt aber auch gut vorstellen, dass er jetzt meinen Wechsel predicted und mit einem Spukball reingeht. Dies möchte ich eigentlich ja verhindern. Ich lasse meinen Demeteros fallen. Ich bleibe einfach so drinnen, wie es ist. Oh! Oh! Dass er mega geht, war sein größter Fehler. Hast du jetzt echt gedacht, ich wechsle? Das wäre nämlich schwachsinnig bei mir zu wechseln. Das war jetzt blöd von dir. Hat er jetzt ernsthaft gedacht, ich wechsle? Ja klar, ich hätte theoretisch wechseln können. Das mit Mega Gengar war jetzt zwar mir in der Hinterhand, aber ich dachte eigentlich nicht, dass er so blöd gesagt blöd ist, dann auf Mega Gengar zu setzen. Letzten Endes wollte ich wirklich einfach das Demeteros fallen lassen, damit ich hier dann meine Offensive aufbauen kann. Ja, der wird jetzt für Schutzschild gehen, um damit mich ein Gift niederschreckt. Ja. Das war zu erwarten. Wenn mich die Vergiftung von mir niederstreckt, ne? Aber wir stehen noch. Also wir können auf jeden Fall nochmal Schaden drücken. Und ich habe noch Schlappohr. Er versucht es nochmal. Na. Diesmal nicht, mein Freund. Und es macht ordentlich Schaden. Okay, ich bin gerade überlegen, ob ich meine Kombi aufbaue oder ob ich jetzt einfach so kämpfe. Ich würde sagen, ich kämpfe einfach so. Klar, ich könnte jetzt hier mit Staffette loslegen und also mit Horta und Staffette meine Kombination hier auf Schlappohr anfangen. Aber das würde sich hier überhaupt nicht anbieten. Deswegen müssen wir das halt auf die Tour machen. Das heißt, auch wenn er mich jetzt, auch wenn er den Treffer überleben würde, er hat noch die Verbrennung, die im Nacken sitzt und ihn auf jeden Fall dann runterhaut. Aber er sollte eigentlich so oder so fallen. Mein Schlappohr ist nebenbei mehr tanky ausgelegt anstatt offensiv, deswegen verfügt es über die Attacken Reigerungshieb, Ableithieb, Vitalglocke und Zuflucht. Denn es soll in Kombination mit Drift Zeppelins Boost gespielt werden. Okay, er lässt mich zappeln. Warum? Du weißt schon, dass du verbrannt bist und du mehr Schaden von der Verbrennung kriegst, anstatt dass du es gut geschrieben hast. Oder er hat gehofft, dass ich einen Turmkick einsetze. Und mich damit vor der Kanne aufs Maul lege. Was ich jetzt aber nicht habe. Ja, Stacheln. Das bisschen. Können wir auch noch verkraften. So, normalerweise würde das Schlappohr jetzt so dastehen, dass wir zwei Boosts in der Verteidigung, oder mindestens einen Boost in der Verteidigung hätten. In beiden Verteidigungswerten zwischen Horta. Dadurch, ja,
hätten wir jetzt hier halt einen relativ guten Pool. Wir können uns gegen Vergiftungen auf jeden Fall heilen. Wir können uns hier mit Ableitieb vorantreiben und Zuflucht dann als letzten Finisher Moves bzw. Move Pool. Und das ist nebenbei eins, was relativ tanky gespielt wird. Das Knallkrack. Ja, Rauhaut, aber wir heilen uns hoch mit Ableitieb. Hm? Erdbeben. Mal gucken, wie viel Schaden du machst. Sollte nicht allzu viel sein. Ich sag ja, wir sind tanky. Und tschüss. So. Das ging gut von der Hand, auch wenn Rauhaut uns jetzt noch ein bisschen verletzen tut. Aber das können wir echt gut vertragen. Jo. Ich denke mal, das passt. Es sieht irgendwie, es sieht ein bisschen seltsam aus, aber wiederum ist das Bild halt dann wieder, also das Hauptbild zentral. Naja, ist nur eine kleine Spielerei. Nichts weiter. Und ja, einfach mal spaßhalber hochladen. Mal gucken, ob ich irgendwen finde, den das gefällt. Oder der das, die Idee doch ganz lustig findet. Und damit würde ich sagen, war es das erstmal von mir. Für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und mal gucken, wie ich das in Zukunft mit den Kämpfen machen werde. Ich habe nämlich auch vor, wieder aktiv User Battle zu machen. Vielleicht eins oder zwei in der Woche. Mal gucken. Muss mal überlegen, wie ich das dann zeitlich organisieren kann am besten. Aber gut, ich wollte euch auf jeden Fall nicht leer ausgehen, weil ich jetzt momentan noch keine große Idee habe, wie ich in Zukunft das Konzept weitermachen werde, bis halt ich quasi eine weitere Season eventuell ins Leben rufe. Die dann aber erst über die neue Generation der Pokémon laufen wird. Dahergehend suche ich jetzt momentan nach einem kleinen Zwischenprojekt. Also, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin.